Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. Im dritten Video der Playlist schauen wir uns an, was wir machen, wenn wir so ein Minus und so ein Plus vor einer größeren Klammer haben. Wie gehen wir da vor? Stellen wir uns mal dieses Beispiel vor. Wir haben hier 3 plus diese Klammer. Das ist genau das gleiche, als wenn wir die Klammer weglassen würden. Merkregel dazu. Wenn ein Pluszeichen vor einer Klammer steht, kann die Klammer weggelassen werden. Ja, wir können diese Klammer weglassen und es bleibt genau das gleiche stehen. Jetzt denkt ihr euch, hä, wozu mache ich den ganzen Kram überhaupt? Also worüber redet ihr, wenn man es eh weglassen kann? Was soll das, Jungs? Ne? Guckt euch dieses Beispiel an. Wenn ein Minus vor einer Klammer steht, ist es nämlich ganz wichtig, dass man hier drauf achtet. Hier dreht sich das Vorzeichen in der Klammer um. Das heißt, dieses Vorzeichen, was hier drin steht, seht ihr, wird plötzlich zu einem Minus, wenn man die Klammer weglässt. Merkregel. Wenn ein Minuszeichen vor einer Klammer steht, dann werden die Vorzeichen in der Klammer umgedreht. Ihr seht, also wenn ich die Klammern weglasse, von hier nach hier, muss sich dieses Vorzeichen ändern, also von Plus zu Minus oder von Minus zu Plus. Ja, um das zu üben, haben wir hier 3 Aufgaben. Probier das mal pausiert. Wir müssen als erstes die Klammern auflösen, steht auch da, und danach zusammenfassen. Also haben wir 2 Schritte. Der erste Schritt ist, wenn wir diese Klammer weglassen, können wir das gerne machen, aber hier steht ein Minus davor, also müssen wir die Vorzeichen umdrehen. Schreiben wir also erstmal ab, x plus y, da ändert sich nichts, Minus, und jetzt schreiben wir x minus 3y. Das ist wichtig, dieses Vorzeichen aus diesem Plus wird ein Minus, weil wir die Klammer weglassen und vor der Klammer steht das Minus. Der zweite Schritt ist jetzt einfach nur noch zusammenfassen. Wir sehen hier, x minus x, na gut, ein Apfel minus ein Apfel, kein Apfel mehr, ne? Gar nichts. Und dann haben wir noch y minus 3y. Also so, ich habe eine Banane, gebe 3 Bananen ab, geht schwierig, habe ich 2 Bananen Schulden. Also 1 minus 3 sind wir bei minus 2y. Zweite Aufgabe, wir müssen uns erstmal klar werden, gut, was bedeuten jetzt hier das Plus und das Minus vor der Klammer? So, Minus vor der Klammer bedeutet, dass die Vorzeichen in der Klammer umgedreht werden. Das heißt, wir schreiben Minus S schon mal hin und hier steht ein Plus. Plus wird umgedreht zum Minus, das heißt, wir schreiben Minus 1 hin. Und wenn ihr eben aufgepasst habt, wisst ihr auch, das Plus hier vor dieser Klammer, da kann die Klammer einfach weggelassen werden. Das heißt, wir können einfach schreiben Plus 3S minus 4. Einfach abschreiben. Jetzt müssen wir nur noch zusammenfassen. Wie geht das? Wir haben minus S plus 3S. Können wir uns vorstellen, wir haben minus 1 Grad und es wird 3 Grad wärmer, sind wir bei 2 Grad. Also 2S in dem Fall. Und minus 1 minus 4, wir sind bei minus 1 Grad und es wird nochmal 4 Grad kälter, sind wir bei minus 5 Grad. Was bei der Aufgabe. Beim nächsten Beispiel haben wir ein Minus vor der Klammer und hier gibt es einen Trick, wo viele eine Sache falsch machen. Die werden wir einmal gleich zeigen. Wir können erstmal hier ganz normal abschreiben bis zur Klammer. Ne? 2a minus 3, schreiben das Minus auf und jetzt 2. Und aus dem Minus hier in der Klammer wird jetzt ein Plus, weil das Vorzeichen, das Minus dreht ja alles um. Also schreiben wir hin plus a. Und jetzt kommt eine Sache, wo viele einen Fehler machen. Das, was hinter der Klammer passiert, das, was dahinter steht, hat damit nichts zu tun. Merken. Nur die Klammer, da dreht sich das um. Wenn dahinter der Klammer noch irgendwas anderes steht, ist das egal. Könnt ihr das einfach abschreiben. Das heißt plus 1 und nicht minus 1. Jetzt müssen wir das nochmal zusammenfassen. Das heißt, wir gucken, hier haben wir 2a, also 2 Äpfel plus 1 Apfel. Gut, haben wir 3 Äpfel, ne? Das ist recht klar. Und dann haben wir noch minus 3, minus 2, plus 1, also ist minus 3 Grad, es wird 2 Grad kälter, sind wir bei minus 5, plus 1 sind wir bei minus 4. Solltet ihr auch noch hinkriegen und dann war's das. Die häufigsten Fehler sind, oder ist, dass ein Plus oder ein Minus vor einer Klammer nicht mit einem Malzeichen vertauscht werden darf. Wenn wir hier ein Mal davor haben, dann ändert sich das ganze Spiel. Und das machen wir dann später in den Videos, ja. Aber erstmal ging es hier nur drauf, nur auf das Minus zu achten. Genau, und im nächsten Video schauen wir uns dann Produkte und Potenzen an. Hört sich kompliziert an, aber ist es nicht. Wir machen das so, dass ihr es auf jeden Fall versteht. Also bis gleich, ne? Ciao. Ciao.